You are watching a Neighborkids video. Er ließ die Müllers Tochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte, da ging abermals die Türe auf, und das kleine Männchen erschien und sprach: Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne? Meinen Ring von dem Finger. Das Männchen nahm den Ring und fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Massen bei dem Anblick, war aber noch immer nicht des Goldes satt, sondern ließ die Müllers Tochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach: Die musst du noch in dieser Nacht verspinnen, gelingt dir's aber, so sollst du meine Gemahlin werden. Wenn's auch eine Müllers Tochter ist, dachte er, eine reichere Frau finde ich in der ganzen Welt nicht.